wirklich böse Blicke. 50, okay? Und extrem schnippische Kommentare. Und für 32.000 darf ich mir jetzt eins aussuchen. Nein. Es gab zwar in den letzten Jahren schon einige schräge Kandidaten bei Wer wird Millionär, aber noch nie hat eine Kandidatin für eine so krasse Reaktion gesorgt. Und weil die Folge mit ihr wirklich extrem sehenswert war, werde ich dir jetzt nicht nur all ihre Highlights zeigen, sondern sie natürlich auch noch kommentieren, parodieren und analysieren. Los ging schon bei ihrer Vorstellung von Günther Jauch, bei der man schon mal einen ungefähren Ausblick darauf erhielt, wie unglaublich grimmig sie gucken kann. Ellen Marquardt aus Neuss, verwitwet, keine Kinder und sie sind Hausfrau. Und als sie dann gefragt wurde, wie viele Joker sie für die Sendung haben wollte, zeigte sie auch schon ihr zweites Spezialgebiet, nämlich extrem kurz und unfreundlich antworten. 3 bitte. Oh, Sicherheitsvariante? Ja. Warum? Weil ich das Geld brauche. Okay, Ellen. Und wie viel Geld brauchst du genau? Wie viel brauchen sie denn? Oh, viel. Ja? Ja, ich habe viele Wünsche. Ah, viele Wünsche. Na gut, dann erzähl doch mal, was wünschst du dir denn am dringendsten? Das Wichtigste, ein hochgebauter Backofen. Was zum Teufel macht man da mit einem hochgebauten Backofen? Das tut nämlich nicht gut, wenn man da unten rumkriecht und das heiße Zeug verbrennt einen die Knochen. Moment mal, sind Backöfen, die höher sind, nicht genauso heiß wie alle anderen? Und davon mal abgesehen, ich glaube, so ein Ding ist jetzt nicht so teuer, oder? Hier, Günther Jauch, was sagst du denn dazu? Na gut, dann sind wir 2 Minuten durch. Ja. Dafür brauchen sie keine 3 Joker. Aber wie sie möchten. Ja, habt ihr eben ihren angepissten Blick gesehen? Der wurde dann sogar noch vor der ersten Frage noch schlimmer. 50, okay? Ja, und die ersten Fragen kann Ellen dann auch problemlos beantworten. Allerdings macht sie das nicht wie eine normale Kandidatin in ganzen Sätzen, sondern brüllt Günther ja auch immer nur den Buchstaben zu, was der verständlicherweise gar nicht so cool findet. Es ist nichts dagegen zu sagen, dass Sie mir immer nur den Buchstaben entgegenrufen, aber sind Sie sonst etwas gesprächiger auch? Ja. Okay, Ellen, dann versuch doch jetzt bitte einmal einen ganzen Satz zu bilden, ja? Wozu führt bei... Hat Ihnen noch niemand gesagt, dass Sie zu wenig reden, oder? Nee. Ja. Ja, aber generell schienen Ellen nicht nur die Fragen nicht so besonders sehr zu interessieren, sie hatte auch überhaupt keinen Bock auf Smalltalk mit Günther Jauch. Hier zum Beispiel sprachen sie ein bisschen über den letzten Eurovision Song Contest und Günther Jauch versuchte sie nochmal aus der Reserve zu locken. Völlig zwecklos. Keine einzige Stimme vom Publikum. Im letzten Jahr waren wir Vierter. Ist ihnen völlig egal, ne? Ja, klar. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ja, okay, Ellen, aber es muss doch irgendwas geben, was dich interessiert. Tiere vielleicht? Ja, Tiere, Pflanzen. Ich züchte auch selber. Tiere oder Pflanzen? Ja, die Pflanzen. Herr Jauch, Tiere züchten. Ja, was für ein unglaublicher Sympathiebolzen. Aber zumindest mit den Fragen lief es bis hierhin ja doch noch relativ gut. Aber als sich das dann auch noch änderte, klang Ellen einfach noch angepisster. Ja, jetzt haben sie mich, ne? Ja, weil sie Harry Potter nicht gelesen haben. Richtig. Deswegen brauchte sie an dieser Stelle dann auch den Publikumsjoker. Und eigentlich gibt es ja immer, wenn man den einsetzt, eine goldene Regel. Man bedankt sich danach beim Publikum. Oder wie Ellen es gemacht hat. Ja, okay, C. Erstmal schönen Dank. Ja, danke, liebes Publikum. Danke, danke. Okay, Ellen, jetzt hast du ja aber doch schon ein paar tausend Euro erspielt und solltest dir deinen tollen Backofen davon kaufen können. Gibt es denn sonst noch irgendwas, was du dir wünschst? Oh Mann, was brauche ich denn sonst noch? Mein Gott. Bei mir steht was von einer anderen Wohnung. Ja, genau. Andere Wohnung. Ach toll, ja. Ja. Okay, und was soll die neue Wohnung so haben? Eine Badewanne vielleicht? Oder größer sein? Oder neuer? Oder irgendwie sowas? Ja, größer, schöner. Nette Nachbarn. Das wird alle die freuen, die jetzt neben Ihnen wohnen gerade. Ja, deshalb sage ich das auch. Deshalb sag ich das auch. Ja, okay, aber was ist denn das Problem mit deinen Nachbarn? Lassen die immer die Haustür auf? Oder machen die das Treppenhaus sauber? Müssen wir doch jetzt nicht diskutieren. Die haben einen Hund. Nein. Die, nachts machen die Geräusche. Ja, hier auch, bitte. Dann wird Ellen aber plötzlich doch noch ein kleines bisschen gesprächig und erzählt von ihrer coolen Yoga-Katze, die irgendwelche ausgefallenen Tricks kann. Günther Jauch allerdings glaubt da irgendwie nicht so richtig dran. Glaube ich nicht. Das ist eine Yoga. Warum sollte ich Sie denn anlügen, Herr Jauch? Ja, das ist eine gute Frage, aber ich habe eine Katze, Aber immerhin würde der Showmaster dann an der Stelle gerne die Gelegenheit nutzen, doch noch ein bisschen mit der Kandidatin ins Gespräch zu kommen. Klappt aber leider wieder überhaupt nicht. Wie heißt denn der Kater? Warum wollen Sie das wissen? Weil ich wissen möchte, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist. Ein Kater ist immer ein Männchen. Ja. Ja, aber Günther Jauch wäre ja nicht Günther Jauch, wenn er nicht einfach immer weiter nachbohren würde. Und wie heißt er?
Das sag ich nicht. Wieso nicht? Na ja, wissen die Leute Bescheid und brechen bei mir ein und klauen den. Moment mal, Ellen, du willst den Namen deines Katers nicht sagen, weil die Leute sonst wissen, wo du wohnst? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ich sag den Namen nicht, Feierabend. Ja, behalten sie ihn halt für sich. Mach ich auch. So, und wenn ihr bis hierhin schon gedacht haben solltet, okay, das ist eine wirklich merkwürdige Kandidatin, jetzt wird es richtig komisch. Und achtet mal wieder auf ihren großartigen Blick am Ende. Ich habe gerade eben meiner wahnsinnig informativen Karte entnommen, dass sie für mich ein Lied vorbereitet hätten. Ich höre. Ja, aber auch damit ließ Günther sich jetzt wieder nicht abspeisen und wollte unbedingt sein Ständchen. Leider. Ja, was bringen Sie uns zu Gehör? Ein Lied. Ja. Ich freue mich, wenn es so charmant angekündigt wird. Ja, und das Lied selber war dann einfach nur: Ich hoffe, ihr habt Oropax. Günther Jauch ist Günther Jauch. Er stellt viel Fragen und das Geld, das gibt er auch. Danach spielte sich Ellen dann nach und nach tatsächlich noch auf 64.000 Euro, hatte dann aber nicht nur keine Ahnung, wie die Frage richtig zu beantworten ist, sondern führte auch noch eine wirklich merkwürdige Diskussion um den letzten verbliebenen 50-50-Joker. Sollen wir zwei falsche wegmachen? Ja, und die richtige stehen lassen. Das Richtige bleibt stehen, aber ein falsches bleibt auch noch stehen. Dann. An dieser Stelle entschied Ellen sich dann, das bisher erspielte Geld zu behalten und lieber aus der Sendung auszusteigen. Aber damit waren wir sie leider noch nicht ganz los. Oh, und Günther Jauch hat hier übrigens doch noch nebenbei den Namen des Katers verraten. Also wissen wir jetzt alle, wo Ellen wohnt. Und ich muss meine Brillen mitnehmen. Die Brillen nehmen Sie mit und Gruß an Mäxchen. Ja, und dann sollte Ellen eigentlich die Bühne verlassen. Aber das dauerte noch eine ganze, ganze Weile. Sie haben... Was? Dann. Sonst führe ich sie raus. Oh ja. Ja. Ja, nicht da. Himmels, was haben Sie denn da alles dabei? Das sind Frottee-Handtücher. Ja, und diese Frottee-Handtücher hatte Ellen nicht etwa dabei, um den Hassschweiß von ihrer Stirn zu tupfen, sondern sie bastelt als Hobby daraus kleine Figürchen, warum auch immer, von der Günther ja auch gerne eins haben wollte. Doppel warum auch immer. Und für 32.000 darf ich mir jetzt eins aussuchen? Nein. Nicht. Und dann war Ellen endlich weg und Günther Jauch fasste ihren ganzen Auftritt nochmal perfekt mit einem Spruch zusammen. Ich möchte nicht wissen, wie viele Männer jetzt zu Hause sagen, so eine habe ich auch zu Hause. Ja, und das war's dann auch schon fast wieder mit diesem Video. Am Montag gibt es dann hier auf meinem Kanal übrigens eine neue Folge Schwiegertochter gesucht. Denn Vera stellt in der Aufrufsendung endlich die Söhne für die neue Staffel vor. Und demnächst gibt's bei mir auch mal wieder eine neue Folge Frauentausch. Wenn du das nicht verpassen willst, solltest du jetzt also unbedingt den Kanal abonnieren. Aber das musst du natürlich sowieso tun, denn sonst musst du morgen Ellen Marquardt heiraten. Gut, um das hier mal genauso kurz wie Ellen zu halten. Video, das der YouTube-Algorithmus nur für dich ausgesucht hat. Anderes äußerst lustiges Video von mir. Extrem niedlicher Abo-Button. Und falls du jetzt noch wissen willst, ob du diesen unglaublich niedlichen Wauzi von mir kriegst. Nein.